Ich würde sagen, wir latschen einfach mal die Treppe hoch und sprechen mit der Konsortin. Blüm. Ah, guten Tag, Shaira. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Okay. Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Aha, wir sind seit 3 Minuten hier und sie hat schon viel über uns gehört. Das finde ich ja interessant. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Hoffentlich leckere Einigen biete ich Snacks. Rat, anderen Trost. Ich brauche leckere Snacks. Ich habe Bitte. ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Hat es was mit Snacks zu tun? Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als So Soldat ein mit ihm reden Lump! könnten, würde er Ihnen Lügen! vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Ausgerechnet Lügen erzählt er. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Okay. Was genau soll ich Ihnen denn sagen? Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Damit habe ich Probleme. Wenn Sie ihn überzeugen Was könnten, wird keine das? Lügen Eine mehr über mich zu Umarmung? erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Oh, okay. Nun Tja, muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf ich mich. schätze, dann sollte ich mal mit diesem Dings Bert Eulenheinz reden. Dem turianischen General, wie sie so schön sagte, weil General ein zu kompliziertes deutsches Wort ist. Man Ich kann muss General. zugeben, dass ich ein bisschen nervös Das bin. kann man einfach Das schwer ist übersetzen ins verständlich. Deutsche. Viele unserer Es geht Klienten einfach wissen nicht. nicht, was sie beim Er Koras Nest war noch mal. Kann man hier eine Karte aufrufen? Ja, kann man. Kann man hier auch navigieren? Botschafterlunge, Odinas Büro, Emporium. Wo ist denn Koras Nest? Ich habe keine Ahnung, wo Koras Nest ist. Aber da ist eine Bank und da ist ein Emporium, ein Emporkömmling. Und da ist Avina. Und da sind wir. Und da ist der Citadel Rapid Transit. Eventuell sollte ich auch mal. Sollte ich auch mal so langsam in den Zitadellenturm gehen, weil ich habe da doch ein kleines Meeting. Um andere Dinge können wir uns auch später noch kümmern, würde ich sagen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir das können. Man wird es uns sicherlich gewähren. Aber wir haben ja ein Meeting mit dem Rat. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen. Oh, guck mal, die Exekutor Palin und Garros, wer immer diese Leute sind. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit, halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garrus. Hallo. Na? Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Ja, sowas pflegen wir zu Aber er ist sagen. ein Spectre. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Na, wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen. Hier laufen ein paar Leutis rum. Die will ich auch nicht weiter stören. Die wollen eh nicht mit mir reden, glaube ich. Guck mal, hier wachsen Pflanzen. Höchst interessant, all das. Und da ist ein Rapid Das Transit. ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Warum Da denn bin ich nicht? mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Finde ich in Strategisch schlau, die Ordnung. Menschen beitreten zu lassen, aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten, danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Ja, die sind Sie viel zu mögen sie ja nur versteift. nicht, weil sie sie nicht richtig verstehen. Okay. Interessante Gespräche laufen hier. Was leuchtet da hinten? Ach, da ist schon wieder so eine Heuschrecke am Rumwursteln. Na, Schrecki? Heuschnecki. Schrecki. Ich will mich natürlich auch ein bisschen umgucken hier, aber hier durch die Türen können wir eh nicht schreiten. Die sind zu, obwohl sie leuchten. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ob die wären wahrscheinlich auch zu, wenn sie nicht leuchten würden, aber egal. Nö, nö, nö.
Ich denke mal, da hinten ist wieder so eine Heuschrecke. Hier ist alles voll von den Dingern. Oh, Captain Anderson. Na? Und der Untertitel sagt mir, beziehungsweise der Obertitel sagt mir, dass die Anhörung bereits begonnen hat. Gut zu wissen. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Nicht mal die Augen. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Zählen Augenzeugen nicht mal als Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie Anilus kaltblütig ermordet hat. Sag ich doch. Botschafter, wir haben die Eden Prime Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Oh, schade. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Was? Der ist auch hier? Anilus war auch sein Hologramm. Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Das war aber keine schöne Überraschung. Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Moment, sowas passiert öfters? Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard. Der, der die Zerstörung des Senders zuließ. Das waren Sie, nicht ich. Nein, ich gehe das mal nicht so ganz aggressiv an, sondern... Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Wie sinnvoll. Ich habe den Eden Prime Bericht gelesen. Er wird des Mordes an dem Kollegen beschuldigt und kriegt dafür alle Informationen, die dieser Kollege gesammelt hat, oder was? So ein Arsch. Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Ach so, natürlich, ja. Sie sind noch nicht so weit im Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwinden ihrer Zeit. Und meine. Saren versteckt etwas hinter seiner Position als Spectre. Machen Sie Ihre Augen auf. Wir brauchen Beweise. Bisher haben wir keine gesehen. Ihr akzeptiert sie nur nicht als Beweise. Das ist was anderes. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Wir bleiben anscheinend an Visionen hängen. Als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Aber Spekulatius ist lecker. Hinzuzufügen, Commander Shepard. Ignoranten, soll ich noch weiter für mich hinwüten? Eigentlich habe ich dem nichts hinzuzufügen, weil die haben offensichtlich ihre Entscheidung schon getroffen. Sie wollen uns nicht glauben. Also was nützt es noch mehr zu sagen? Wir haben keine, was Handfestes außer den Zeugenaussagen haben wir nicht in der Hand. Also, was sollen wir machen? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Er schüttelt den Kopf. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Guild belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Na, super. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Ach, halt den Rand. Dieses Treffen wird vertagt. Das lief ja sehr erfolgreich. Nicht. Der Botschafter ist auch ganz traurig. Guck mal, wie geknickt er da steht. Und mit dem Kopf gesenkt. Ach, der Arme. Jetzt wollte ich ihm so schön eine Freude machen. Es war falsch, es hat einfach nicht funktioniert. Diese Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Was verbindet die denn eigentlich? Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Vielleicht auch ein bisschen unsere zum Spaß. Unsere Kolonien sind gefährdet. Und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Alles lief schief. Sehr schief. Nice. Wir sollten das nicht hier bereden. Oh. Aber ich kenne ihn. Und er muss aufgehalten werden. Was machen wir jetzt? Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Citadel-Sicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Mit dem können wir mal schnacken, ja? Eine Ahnung, wo er sein könnte? Da hinten vielleicht? Ich kenne jemanden in Citadel-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Aber wenn er Informationen hat? Nicht. Der Rat soll ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum.
Klar, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Sag ich doch, ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Er kümmert sich auch drum, siehst du? Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Nice. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Da muss ich definitiv mal hin. Da soll ja auch dieser turianische General sitzen, der kein General ist, sondern ein General. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Mit wem? Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeitet. Was ist ein Shadow Broker? Shadow Broker? Gute Frage, Ashley. Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Mhm. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Was war das nochmal mit dir und Saren? Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei. Oh je. Unschuldige Zivilisten. Davon unschuldige stand später natürlich Zivilisten. Nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert. Mit ohne Skalpell. Gewissen, ohne Zögern. Ach so. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Ja, ich auch. Yeah, Zivilisten töten. Nein, ich bin eher für, er ist ein Monster. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege. Es Siehste, verursacht das ist Weisheit, die aus meinem Munde fließt. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank. Wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Wir können noch mehr fragen. Erzählen Sie mir mehr vom Shadow Broker. Er ist der Blutegel der galaktischen Politik. Cool. Der Kauf und Verkauf von Voll Informationen ist Teil des politischen Spiels. Und der Shadow Broker ist der beste Spieler von allen. Er verkauft immer an den höchsten Bieter. Und er lässt sich nie persönlich involvieren. Er ergreift niemals Partei. Ein einfaches System. Aber es funktioniert. Solange es funktioniert. Er stellt keine Bedrohung dar, zumindest keine direkte. Er ist nur eine Informationsquelle für alle. Oder sie ist es. Oder sie alle. Keiner kennt die wahre Identität. Unser Botschafter scheint Probleme mit dem Rat zu haben. Er ist nur frustriert. Der Rat wird nicht müde zu betonen, dass wir Teil der galaktischen Gemeinschaft sind. Allerdings mit vielen Pflichten und wenig Rechten. Sie verlangen von uns, dass wir unsichere Gebiete wie den skyllianischen Randsektor und die Attika-Traverse besiedeln. Aber wenn es Ärger gibt, dürfen wir keine Hilfe von ihnen erwarten. Das ist aber nicht fair. Es ist allgemein bekannt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen ständigen Sitz im Rat bekommen. Und der Botschafter ist der Meinung, dass dies bereits überfällig ist. Ich teile übrigens seine Meinung. Sind wir nicht erst vor 30 Jahren oder so dieser galaktischen Gemeinschaft beigetreten? Und schon sind alle Menschen der Meinung, dass wir einen Sitz im Rat brauchen? Ist das nicht ein bisschen schnell? Ein bisschen arrogant eventuell auch? Vielleicht würden sie uns den Sitz eher gewähren, wenn wir mehr mit den anderen Völkern kooperieren. Zum Beispiel. Aber natürlich, kein Problem. Wenn wir alles täten, was sie von uns verlangen, würden wir sofort einen Sitz im Rat bekommen. Allerdings wäre das ein schlechtes Geschäft für uns. Ja, natürlich kommt es darauf an, ob es ein gutes Geschäft ist oder nicht. Sie wollen nicht, dass wir den Rat dominieren. Der Rat basiert schließlich auf Kooperation und Bündnissen. Aber wir müssen auch an unsere eigenen Interessen denken. Mir kommt es ein bisschen so vor, als wollten die Menschen einfach nur mehr Macht haben und auf Kooperation und Bündnisse scheißen. So kommt es mir vor. Vielleicht irre ich mich ja. Was ist so wichtig daran, einen ständigen Sitz im Rat zu bekommen? Wozu die ganze Aufregung? Wenn der Rat eine Verfügung hinsichtlich interstellarer Angelegenheiten erlässt, müssen wir dem folgen. Wir verfügen nicht über die Flottengröße oder politische Verbündete, um uns zu widersetzen. Wenn wir einen ständigen Sitz im Rat hätten, könnten wir Einfluss auf solche Verfügungen nehmen. Kurz gesagt, wir würden nicht einfach mehr nach ihrer Pfeife tanzen. Genau, müssen. Wir würden nehmen andere wir zum nach Beispiel unserer einmal Pfeife die aktuelle tanzen Situation. Was viel besser ist. Wenn die Menschen einen Sitz im Rat hätten, würden wir einfach die Zitadellflotte entsenden, um mit Saren und den Geth fertig zu werden. Und schon wäre das Problem gelöst. So einfach ist es manchmal. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert.
Aha. Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Aber ist er repräsentativ für unser Volk? Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Aber jetzt war das Maß wohl voll. Die Botschaft hat sich vor ihn gestellt. Das klingt mehr so, als würde die Botschaft ein schlechtes Licht auf die Menschen werfen. Denn der einzelne Mensch, der was Schlechtes tut, ist ja nicht repräsentativ für die ganze Menschheit. Die Botschaft indessen repräsentiert wortwörtlich die Menschheit. Und wenn die ihn decken, dann werfen die ein schlechtes Licht auf uns. Er ist ein schmieriger Mistkerl. Man hätte ihn schon vor langer Zeit außer Gefecht setzen sollen. Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadellsicherheit. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu fordern. Oh nein, man kann es sicher nicht erlauben, dass etwas peinlich ist. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Es sind jetzt genug Menschen in der Zitadellsicherheit. Er muss nicht mehr gedeckt werden. Na, immerhin. Ich dachte, die Aufgabe der Botschaft sei, allen Menschen zu helfen. Harkin ist zwar ein Mensch, aber auch ein großes Arschloch. Er hatte mehr als genug Chancen. Wenn die Botschaft ihn nicht gedeckt hätte, wäre er schon vor 15 Jahren gefeuert worden. Der Zitadell-Sicherheitsdienst hat keine Verwendung mehr für ihn. Ich möchte mehr über die Spectres erfahren. Viel mehr, bitte. Sie sind keine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Manchmal muss man auch einfach wild drauf losschießen. Das klingt sehr nach einem Geheimdienst. Die ganze Organisation ist hochgeheim. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele es von ihnen bestimmt gibt. Bestimmt 12. Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. 12 sind weniger als 100. Aber der Rat ist auf sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg. Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Auch wenn er einfach nur bei McDonald's reingeht, um was zu essen zu holen? Dann wissen die Leute sofort, etwas von großer Bedeutung. Der Spectre holt sich einen Big Mac. Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Oh, das heißt wohl, ich werde nie Spectre werden können. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Sie beobachten mich? Deshalb mit einem Satelliten? Sie für haben. Niles sollte eine letzte Beurteilung über Sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Keiner weiß, wie es weitergeht. Wie sieht die Kommandostruktur aus? Bestimmt super. Es gibt keine Kommandostruktur. Oh, also nicht jeder super? Spectre ist direkt dem Rat verantwortlich. Manchmal werden sie auf Spezialmissionen geschickt und manchmal agieren sie auf eigene Verantwortung. Sie operieren oft hart an der Grenze des Gesetzes. Sie tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Und der Rat stellt sich in diesen Fällen blind. Die Spectres haben viel Macht, Shepard. Da muss ich unbedingt mal einer werden, oder? Was passiert, wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Na, offenkundig ja nichts. Der ist ja außer Kontrolle und nichts passiert. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Naja. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Töten? Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Also töten. Klingt doch gut. Das mache ich doch gerne. Erzählen Sie mir bitte mehr über Bala Spectre werde, was eventuell der Fall sein könnte. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzgenie. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Vermutlich deswegen hat der Shadow Broker mit ihm gearbeitet. Ach, guck an. Ich muss jetzt gehen. Dann haben wir alle Informationen aus ihm herausgequetscht. Wir haben viel gelernt. Finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Ich brauche immer was. Tada! Vorbildlich plus 2, Kodex, Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind immer schön. Wir mögen Erfahrungspunkte. Gibt es hier noch Dinge, die wir erkunden können oder so? Wir schauen mal. Da ist schon wieder so ein Insektilein. Da oben, da stand der Rat rum. Hier ist die Sprecherplattform oder was auch immer, wo der Botschafter rumlungerte. Hast du gerade gesagt, Kaidan?
Wolltest du was zum Ausdruck bringen? Das Herz der Zitadelle. Der Gipfel galaktischer Macht. Krass, so mad, wa? Wenn man zu viel darüber nachdenkt, wird einem ganz schwindelig. Ja. Hier richtet also der Rat über uns kleine Leute, was? Hatten Sie auch schon mal das Gefühl, das ist eine Nummer zu groß für uns, Kommandant? Nein, nicht ein einziges Mal. Wie könnte ich denn? Nichts ist zu groß für mich. Dazu bin ich viel zu ultra. So, da unten steht irgendjemand mit Namen Chorban. Oh, der hantiert mit dem Vieh hier rum. Dieser Kerl hat irgendetwas. Welcher Kerl? Der da drüben, beim Keeper. Na? Was? Oh nein, ich wollte nicht. Oh doch. Schon gut. Was wolltest du? Also, was kann ich für Sie tun? Warum ist das, ist der Ton manchmal ausgeschnitten, wenn die Leute was sagen? Das verstehe ich nicht. Die Keeper, die heißen Keeper, diese Insekten. Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Aha. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Ja, warum? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich möchte unbedingt helfen, wenn es dafür Erfahrungspunkte und eventuelle monetäre Belohnungen gibt. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Genau. Aber ich kenne sie ja gar nicht. Zu hart dafür. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Hm. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Das ist bestimmt super legal alles. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Die Credits will ich haben. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Ach so, das habe ich gerade schon mal gefragt. Wir sehen sie überall arbeiten. Mhm, ich bin Wissenschaftler. Verstehe, ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Das denke ich mir. Und viel Glück beim Scannen. Danke. Das heißt, wir müssen die Viecher jetzt scannen. Na, Kleiner? Und schon gescannt. Cool, jetzt muss ich noch mal nach oben. Da war ja auch noch einer. Jetzt bin ich süchtig danach, diese Viecher zu scannen. Yeah, scannen. Da hinten in der Ecke war er. Na, du Viechi. Viechi. Ich gebe jedes Mal 10 Erfahrungspunkte und 30 goldene klingende Münzen. Sehr schön. War auf der anderen Seite auch noch einer? Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke lieber nochmal nach. Nicht, dass wir einen übersehen. Es gibt schließlich bares Geld. Nein. Nein. Da hinten. Nein. Jetzt habe ich noch mehr Gründe, in jede Ecke zu lugen, um zu sehen, ob da diese Keeper rumlungern. Diese Dunstkeeper. Oder wie genau die heißen. Rear Admiral Kahoku. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Commander? Admiral? Ah, da ist noch einer. Scanny. Wir fügen einfach alles der Datenbank hinzu. Eiskalt. So, hier sehe ich keinen mehr. Aber war auf der gegenüberliegenden Seite nicht noch einer? Ich meine ja, als wir reinkamen, oder? Oder täusche ich mich da? Da ist noch einer. Ist ja alles voll von denen. Das gibt Geld und Erfahrungspunkte. Und ein Stufenaufstieg. Können wir ja damit eigentlich auch unsere Fähigkeiten verbessern, eventuell? Squad? Ja, wir haben 15 Punkte. Unsere Teammitglieder werden die automatisch verteilt. Das finde ich völlig in Ordnung.
Und bei mir muss ich selber verteilen. Schmeicheln, ja. Soldat. Verbessert die Gesundheit um 4% und regeneriert 3 Gesundheit pro Sekunde, ja. Sturmangriffstraining. Erhöht Nahkampfschaden um 1%. Waffenschaden um 1% und Nahkampfschaden um 30%. Ja. Brauche ich, glaube ich, nicht so dringend gerade. Fitness freischalten. Weil hier erhöht Waffenschaden um 4%, erhöht Nahkampfschaden um 44%. Also erhöht vor allem den Nahkampfschaden. Aber Fitness? Verbessert die Gesundheit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also sollte ich hier auf jeden Fall doch bis Fitness freischalten dingsen. Was ist hier? Kampfpanzerung. Verbessert Schadenschutz um 8%. Verbessert Technik, Biotikschutz um 8%. Ja. Schildboost. Ja. Sturmgewehr. Ja. 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 Schmeicheln. Verbessert Schmeichelnrate auf 4. Schaltet neue Dialogoptionen frei. Und 2% Discount in den Läden. Ja. Wir werden mal der Superschmeichler. Und nochmal auf Soldat. Nochmal auf Kampfpanzerung. Und Sturmgewehr machen wir voll, weil Sturmgewehre voll super sind. Und da ist noch ausgegraut. Präzisionsgewehr freischalten. Aber der Overkill. Vielleicht kriegen wir das noch, wenn wir nochmal ein Level aufsteigen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wertvolle Punkte verteilt. Das war sehr gut.